Willkommen, meine lieben Young Guys, zu GTA Online. Ab jetzt jeden Tag 14 Uhr. Mein Name ist Dana. Und wir befinden uns direkt hier im Charaktererstellungs-Editor-Zeugs, whatever. Und da gehen wir auch direkt rein und erstellen uns unseren Charakter, ja, weil wir wollen ja sofort loslegen, ja. Und das Ding ist nämlich hier bei GTA Online, ne, jetzt funktioniert, mitten in der Nacht ist jetzt hier gerade übrigens, ja, um 4.41 Uhr, dachte jetzt funktionieren die Server vielleicht mal, weil den ganzen Tag über hat es ja nicht funktioniert, deswegen sind wir schon einen Tag im Verzug, ich wollte ja schon einen Tag vorher anfangen, ne. Jetzt können wir ja nicht anfangen und stellen uns erstmal schön ein, was wir haben. Wir stellen uns hier nämlich gar nicht die Person selbst ein, sondern anscheinend Mutter, der Mutter, Vater der Mutter und so weiter, also die Großeltern erstmal. Und daraus generiert sich dann hier rechts unser Charakter. Das ist, glaube ich, das ist a tough decision hier, dass wir, was wir hier machen müssen. Fast noch wichtiger als die Vererbung erscheint mir die Erscheinung, wow. Und zwar habe ich erstmal das Alter immer runtergestellt auf 21, dass wir uns ein bisschen ähnlicher hier mal ausschaut. Und ich möchte eigentlich gar keinen Hut drauf haben oder überhaupt hier gar nichts. Also keine Mütze, kein Hut, kann gar nichts. Sondern da brünett, ja, das hört sich irgendwie... Das sagt man bei einem Mann auch brünett. Es ist mir noch nie untergekommen. Aber so ist, können wir auf jeden Fall mal gucken, was denn dafür. Oh, Hipster. Wir können Hipster sein, ja geil. Weil das hier auch geil. Zu symmetrisch, ja. Das müsste so über die Seite. Oh, da hätten wir noch Simon sein können, aber nee, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Zerzaus ist auch nicht schlecht, ne? Sowieso, wir können auch noch zum Friseur gehen und so weiter und so fort. Können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas hier dran machen. Na, oder einfach ungepflegt. Einfach mal so ein Knebelbart. Was das für Bezeichnungen sind, ja, kenne ich eigentlich gar nicht. 3-Tage-Bart. Ich fand eigentlich hier mit dem ungepflegt, so, das passt da vielleicht ganz gut zu dem. Brille, ne, Crew-T-Shirt, ne, brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen kein Crew-T-Shirt. Einfarbig weiß. Nein, wir brauchen noch nichts da drauf. Einfarbig schwarz. Wir gehen erstmal mit dem einfarbigen schwarzen Shirt raus, ne? So, dann können wir wieder zurück zum Lifestyle, denn das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Nämlich, was wir für Typen sind, ja? Schlafen wir viel oder nicht? Und das ändert dann nämlich da links, was wir für Leute sind. Erstens ändert rechts total unser Erscheinungsbild. So richtig krass. Viel mehr als das ganze Färbungsscheiße, wo ich mich gerade voll lange dann aufgehalten habe. Ich dachte, was ist da los? Nee, schlafen erstmal. Also wenn wir viel schlafen... Da sind wir halt so total die Chiller, aber ich weiß auch nicht, ob wir wollen auch nicht so viel chillen und das ändert halt, dann sind wir stärker und so weiter und besseres Lungenvolumen, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich finde eigentlich, fahren finde ich auch ganz geil, wenn wir halt auf Partys hier hochdrehen, dann werden wir voll so die Checker, aber dafür, was sind denn das für Sachen? Dann steigt Schleichen, aber ich will fliegen können eigentlich ganz geil und fahren, fliegen und fahren. Und das steigt halt auch, wenn man auf dem Sofa rumlungert, aber dann wird man halt nicht so cool, ne? Dann ist man halt nicht so cool. Legale Arbeit verrichten... Ja, ein bisschen. Man ist dann halt besser im Fliegen. Das muss man halt immer beachten, dass man besser im Fliegen ist. So, Sport müssen wir nicht ganz so viel treiben. Schlafen ist schon wichtig. Illegale Arbeit macht halt besser, dass man noch fahren kann. Aber dann wird man halt so noch so ein bisschen asozialer. Ich weiß es nicht, das ist alles echt schwer. Aber wir können es eigentlich ungefähr mal so machen. Das ist jetzt von allem etwas, ne? So ein ziemlich ausgewogener Charakter, aber mit stark, aber ich würde sagen, mit Präferenz auf Fliegen und Fahren, das ist eigentlich ganz gut so. Ich würde sagen, wir können das eigentlich fast genauso lassen, nur die Frisur möchte ich eigentlich nochmal ändern, die hat sich jetzt ja automatisch, hat die sich verändert. Und das ist jetzt ja auch nicht zu begrüßen. Die hat jetzt so eine hohe Stirn bekommen, ne? Die hat jetzt einfach mal so eine richtig krasse, hohe Stirn bekommen, oder war das davor genauso? Ich habe das nur nicht gecheckt, ich weiß es ja gar nicht. Ich fand eigentlich das Zerzaus-Ding gar nicht so übel. Hellbraun, alles hat er hier wieder weggemacht, ja? Alles kann man wieder hier neu machen. Ungepflegt, na, das sieht aber auch ungepflegt, ist aber vielleicht auch zu ungepflegt, ja? Na, das ist aber schon wieder zu krass hier. Das sieht aber auch wieder zu lang. Ah, das ist ein Mongolenbart. Das sieht er hier wieder, niemals, auf gar keinen Fall, ja? Ungepflegt, na, das soll nicht so ungepflegt sein, aber das hier ist auch langweilig. Kurze Stoppeln, das sieht aus wie Homer Simpson. Das ist das auch nicht so, das Ganze, das Wahre, ja. Das ist hier eine Sache, da muss man sich erstmal überlegen, was man da denn überhaupt denn so macht. Das können wir auch alles immer später nochmal ändern, darum lass ich erstmal so. Eine Brille, brauchen wir da irgendwie eine Brille? Ich würde sagen, nee, also eine Brille, pff, nee. Dann können wir eigentlich erstmal genau so lassen. Und dann gehen wir da, nein, bleib auf 21, mein Lieber, bleib auf 21, ja. So alt bist du nicht. Und dann speichern wir den ganzen Shit hier einfach mal. Name deines Charakters. Ja, das ist natürlich, wenn schon, denn schon ist das Dena Mena, ja.
Dena. Nein, nicht Dinef. Dinef. Was ist da los bei Dinef? Nein, das ist der Dena. Und dann gehen wir los und speichern. Klar. Auf geht's, Dena. Und ab ins Abenteuer GTA Online. Oh, wie schön. In GTA Online kannst du Jobs ausführen und dich mit Spielern aus aller Welt messen. Und genau das werden wir auch tun, nämlich zum Beispiel in dieser Welt mit Bro und Sams, mit AP, mit Kevin, mit anderen Leuten. Wenn ihr auch vorschlagt, schreibt es rein in die Kommentare. Ja, da werden wir coole Sachen machen, an Jobs teilnehmen, wir rennen gegen Freunde, Crewmitglieder, andere Spieler, was auch immer, ja. Rasen, was auch immer hier. Crews ist schon eine gegründet, nämlich die King Young Dena Armee. Da werden wir auf jeden Fall auch was machen. Coole Sachen auf jeden Fall. Du kannst anderen Spielern mit selbstgestellten Jobs neue Herausforderungen bieten oder auf Spieler wetten, um an Geld zu kommen. Ja, man kann selbst Rennen machen und so weiter. Das will ich auch mal so richtig geile Rennen erstellen und so weiter. Das wird einfach so der mega überschirrt Grand Theft Auto Online. Ja, du kannst deine eigene Sammlung von Autos und Motorrädern in Garagen speichern, die überall auf der Karte zur Verfügung stehen. Du kannst deine volle andere zum Tennis, zum Golf, zu vielen anderen Aktivitäten raus. Ich habe mich mehr auf GTA Online gefreut, seitdem es angekündigt wurde, als auf die Story überhaupt, ja? Das ist einfach übergeil. So, und da ist das Flugzeug und da sind wir drin und schauen schon mal draußen, was uns da erwartet. Warum wir überhaupt herziehen, ich weiß es nicht. Aber die ganze die ganze Geschichte hier von GTA Online ist ein bisschen ein paar Monate vor der Hauptstory angesiedelt. Im Verlauf des Spiels sammelst du Reputationspunkte, RP. Das Ausfinden von Jobs und Erledigen von Gegnern erhöht deine Reputation. Also man bekommt mehr Reputationspunkte. Hast du genug davon gesammelt, erhöht sich dein Rang. Dadurch werden neue Waffen, neue Ausrüstung und neue Fähigkeiten freigeschaltet. Und Lama, hallo. What's up? Holt uns ab. Ich bin am Start. Look at you, dude. You like smaller than you look in your picture, but oh, fuck it, it don't matter. Hey, I heard you wasn't a big talker. Nee, ich rede nicht so viel mit dir, vor allem nicht. Probably need to get settled in, got that jet lag, you know. So I got a little gift for you. Welcome to Los Santos. Dankeschön. Untraceable. You gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Alles klar. Man, dog, I'm glad you here, man. It's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip, man. Your boy know people all over the city. Like the boy Hal. He is like hands down the best mechanic in town. Or the other boy, Simeon, man, he's literally the best. Yeah, then Kevin is on our top story. Or we can go fuck with the homie G, or any of the homies from family for that matter. You straight. Matter of fact, we gonna fall through on Hal right now and see if we can get us a race, you know? Yeah. Business, we can make us a little wage. Da lachen wir auch so ganz leicht. That's my shit. Ja, schön, Musik drauf. So, wir sind angekommen. Oh, da hatten die aber schon viele Waffen, ne? Ah, ja. Mhm. Wir sind angekommen. Wir haben ihn auf Live Invader, also dem Facebook hier so kennengelernt. Den Lamar. Und jetzt einfach mal so Hals über Kopf besucht. Aber reden möchten wir mit dem nicht. Aber wir scheinen schon so ein bisschen so Homies zu sein. Und eine gemeinsame Leidenschaft fürs Racing zu teilen. Denn wieso fordert er uns sonst auf, direkt mal ein Rennen zu machen, ne? Lieber Lamar. Zumindest hört sich so an. Wir fahren jetzt zu Harrow und dann machen wir ein Race gegeneinander, oder? Oder miteinander oder was auch immer. Oder wir wetten nur. Wir werden es sehen. Wir scheinen hier gerade anzukommen. Oh ja, das sieht schon The Fast and the Furious mäßig aus. Okay. We're gonna get you a car or something to race in or stare at the back of my shit in. Cause you're gonna eat my dust, punk. Na, dort schauen wir mal, lieber Lamar. Shay Shay. So, wenn du kein Spielverderber bist, wirst du immer wieder Belohnungen erhalten. Ja, das ist ja geil. Dann gehen wir da mal rein in den Kreis Los Santos sehen und gewinnen. Erstes Rennen hier. Okay. Hallo. Bist du H oder was bist du? Oh, das war kurz ein kleiner Lag hier aber drin. Oh, Sitzung wird gestartet, ja? Ob wir jetzt schon hier mal, ob wir jetzt wieder Verbindungsprobleme bekommen? Wow, nein, das gibt's ja nicht, es scheint loszugehen, liebe Jorges, ja, ein Tag ist vergangen, ja, ich habe geschlafen und so weiter, und jetzt plötzlich scheint das zu gehen, okay, Fahrzeug, Blister, also wir machen wohl ein Rennen, wenn ich das richtig sehe, oh, so ein Mini können wir nehmen, ja,
So ein Mini in Orange, das ist geil, Gewinnaktion. Nein, ich Stinkefinger, das finde ich ein bisschen. Wir Fixer. Gruß. Wie sieht denn das aus? Einmal so. Oder was? Nee, Gewinnaktion. Nein, Gruß, Alter. Wir machen einfach so, hey, was geht? Das ist auch unser Friend hier, der Lamar. Also wenn wir gewinnen, dann sagen wir, ey, was geht? Alles cool. Und bestätigen den ganzen Shit. Okay, Fahrzeug bestätigt. Geil, on. Ja? Wird fortgesetzt. Go. Okay, wir können eine Wette auch noch auf uns setzen. Ja, wir werden auf jeden Fall gewinnen, würde ich mal sagen. Da können wir, wie viel Geld haben wir denn? Oh. Wir können unser ganzes Geld einfach mal setzen. Okay, dann dürfen wir aber nicht verlieren. Okay. YOLO! Ich setze unser ganzes verdammtes Geld, weil ich bin eigentlich gar nicht bereit hier, ne? Ich hab gerade wieder. Ja, irgendjemand wird als Zweiter ankommen. Zum Beispiel du, mein lieber Friend. Ja? Deswegen, ich bin gar nicht fertig hier eigentlich gerade, um aufzunehmen, weil ich die ganze Zeit hier noch was nebenbei gemacht habe. Weil das hier ewig gedauert hat. Wieso? Scheiße! Das ist viel schneller als ich! Weil das hier ewig gedauert hat, ja? Ich habe jetzt nicht hier 12 Stunden gewartet, ne? Ich habe zwischendurch geschlafen, alles ausgemacht, jetzt neu versucht und wieder 3, 4 Versuche und jetzt plötzlich ins Rennen gekommen. Jawohl, ja. Also hoffentlich funktioniert das jetzt ohne weitere Wartezeiten, aber für euch kann ich das ja eher. Nein! Ich mach gar nichts, du hast ihn eingedrängt, du Spackulama! Aber ich bin vor dem und ich muss vor dem bleiben, weil ich habe mein komplettes Geld gesetzt, was ich überhaupt habe, was glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist ziemlich riskant gewesen. Aber gut, ich bin jetzt weit vor dem. Also im Moment bin ich am besten weiter vor dem. Wahrscheinlich kein Ding von King, wenn ich jetzt einfach, wenn ich das Rennen gewinnen sollte. So. Das ist jetzt, ich habe jetzt in der Zwischenzeit schlau gemacht, man muss so ein paar Anfangsaufgaben nämlich machen in GTA Online. Dazu gehört das hier und danach kommt noch irgendwie so was Kleines, bis man dann erst frei sozusagen auf den Servern spielen kann. Und dann werde ich auch noch mit anderen Leuten, ne, mit dem Kev, mit Boken, Sums TV und so weiter, und dann spielen wir selbst und machen geile Sachen und geile Missionen, Quests zusammen und so weiter oder auch irgendeine Scheiße zusammen. Nein! Nein! Ich hab echt nichts Besonderes gemacht, ich hab einfach so die Traktion plötzlich verloren gehabt. Scheiße. Aber okay, noch läuft's hier. Noch können wir da wieder rankommen. Der ist gar voll langsam. Der hat nur irgendwie eine bessere Beschleunigung, keine Ahnung. Ja, you gotta be kidding me. Nein, mein Auto möchte mich wohl verarschen, Alter. Das ist total, sobald man so ein bisschen die Traktion verliert, ist es total, ist man total weg einmal mal vom Fenster, ja? Dann dreht man sich sofort weg, da muss man echt vorsichtig. Nein, seht ihr das? Nein! Oh Gott! Fuck you, Alter, nein! Ich darf nicht mein komplettes Geld verlieren, weißt du? Ich darf nicht mein gesamtes Geld verlieren! Oh Gott, hoffentlich dauert es noch, bis das Ziel ist. Nee, Gott, jetzt hab ich ihn wieder. Oh! Alter, das ist so schwer, weil das sofort, sobald man so ein bisschen abhebt oder so, man muss gleich bremsen, muss man. Ja, das ist nämlich das Ding, wenn man bremst, ist alles easy. Ganz locker easy. Schock. Aha, jawohl, da. Aha. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen mit Bremsen immer und dann wird es auch mal ganz chillig und so weiter, ja. Wie lange dauert das denn noch? Oh, jetzt bin ich ein bisschen vor dem, jetzt muss es aber, hoffentlich ist es hier gleich, weil dann, bam, dann habe ich gewonnen und dann kriege ich auch noch... Dann habe ich auch noch die Wette gewonnen, dann kriege ich nur extra Geld. Das würde super geil sein. Okay, aber dann müssen wir es jetzt erstmal schaffen. Aber ohne Kurven, seht ihr, komme ich gut klar. Aber jetzt hier, na, hier wird man leicht abheben. Nein. Okay, weil wenn man abhebt, dann ist das immer extrem schlecht bisher für mich gewesen. So, weil ich dann sofort die Traktion von meinem Kackauto verliere. Aber jetzt mit ein bisschen Bremsen, dann geht das schon, weißt du? Das ist gar kein Ding für den King. Ziel, Ziel, Ziel. Yes. No. No. Yes! Gewonnen, verdammte Scheiße! Du bist erster Zeit 2, 54, 2, 8, 9. Yeah! Yes! Und Geld dazu bekommen, ordentlich. Und Erfahrungspunkte bekommen, ja, also Reputationspunkte. RP. Ja, geil on. Bam! King Junge, Dena Armee. Was geht? Yes! Gewonnen haben wir. Wir haben gewettet. Von Wetten haben wir irgendwie 1000 bekommen oder was? Wie schaut das aus? Ich habe doch 2500 gewettet. Merkwürdig. Wir werden es erfahren. Ich cutte mal wieder, wenn die immer so scheiß Ladebildschirme sind. Genau. Hör mal auf mit der Scheiße. Some people are so clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G. He looking for somebody low-key right now, and to be 1,000 with you, I'm thinking you. Look, it's a big exchange of merchandise going down.
the Vagos and the ball eaters and squash their little cultural differences or what the fuck. Okay. Anyway, why don't you slide down there and see if you can shake up the free kann ich machen. A little bit and get that cheese. Get that cheese. Hey, I'm gonna text you the boy G address. Don't even trip. He's straight. That's my dog. Okay. Danke schön. Alles klar. Mal rein in die Kiste hier. So. Oh, wieso haben wir jetzt nicht mehr den Mini? Der war viel geiler als das Ding hier. Oh. Aber okay. Ganz locker easy. So. Dann fahren wir da mal los zu dem Treffen. Du erhältst 20% mehr RP, wenn du Jobs als Teil eines Teams erledigst. Und zusätzlich 10%, wenn man es als Teil mit einem Crewmitglied zusammen erledigt. Ich habe mal eine Crew gegründet hier. Und zwar die King Yong Eldin Armee. Und wenn ihr auch auf der Xbox GTA 5 spielt, dann könnt ihr dir beitreten, wenn ihr wollt. So, mit einem Telefon kannst du andere Spieler in GTA Online und so weiter irgendwann mal anrufen, stand da, glaube ich, ne? Okay, aber egal. Wir fahren jetzt erstmal zum Treffen. Genau da seht ihr die Adresse, ja? Alles wird hier eingeblendet. Nein! Oh Gott! Das habe ich nicht kommen sehen. Ah, Jesus Christ! Ah, okay. Kein Ding für den King. Wir fahren jetzt erstmal ganz locker easy zum Treffen hin. Und schau mal, was da los ist mit den Leuten, ja? Und wir sind erste Schritte ganz alleine, heißt die Mission, glaube ich, die wir gerade machen. Und deswegen sind wir auch alleine. Weil ansonsten wird eigentlich halt angezeigt, wer noch so auf dem Server ist. Aber übrigens sind wir alleine auf dem Server. Da sieht man mal wieder, wie geil das hier funktioniert von GTA Online. Aber ich denke mal, das wird sich echt die Tage, wird sich das liegen, dann wird es geil sein. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht einfach mal so doppelt so viele oder dreimal so viele Server für die ersten 2 Wochen zur Verfügung stellen. Ich meine, das Geld haben sie schon am Release-Tag wieder drin gehabt, was sie für GTA Online ausgegeben haben, ja? Also, where's the fucking problem? Oh, warte mal, das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner! Du Spacko, ja? Rein ins Bein. Oh, das gab Erfahrungspunkte. Ey, Junge, was ist da los bei euch? Oh, scheiße, die sind gar nicht so schlecht. Ganz, ganz klar, ja? Hier ist also eine Drogenübergabe und wir holen uns jetzt einfach das Zeug. Oh, warte, wir sollen uns einfach nur die Drogen holen. Wir sollen uns ja nur die Drogen holen. Ah! Wir sollen uns nur die Drogen holen, aber der Spacko mit den Drogen haut ab. Auf der grüne Punkt auf der Karte nämlich. Scheiße. Ja, hinterher. Wir lassen uns auch nicht hier aufhalten von irgendwelchen Spackos. Da vorne ist er. Lauf schneller, mein Lieber, ja? Lauf einfach da vorne. Ist er irgendwo? Da vorne. Nee, wo ist denn der grüne Punkt? In dem Auto? Sag nicht, dass er in dem Auto ist. Oh nein! Nicht in dem Auto! Ah! Na! Du Spacko! Scheiße! Scheiße, steig ein! Nein! Oh nein, verlos. Oh Gott! Jetzt müssen wir noch eine scheiß Verfolgungsjagd hier machen. Für so ein kleines Drogenpaket, aber gar kein Ding für den King. So, da vorne ist er. Passt nämlich mal auf, ja. Ich habe leider ein kleines Problem. Der hat nichts mit dir zu tun. Das ist nichts Persönliches. Aber ich brauche die Drogen. Auch nicht für mich persönlich, weißt du. Das ist alles ein bisschen verzwickt hier. Warte mal. Bleibst du jetzt mal stehen, Alter? Alter, bleibst du jetzt mal stehen, Alter, ja? Mann. Was ist denn da los bei dem? Pass mal auf, schnapp dir die Drogen. Ja klar, schnapp ich mir die. Und so, was soll ich machen? Soll ich jetzt aussteigen und den abschießen? Ich weiß, das ist schwer, ja, aber was werde ich jetzt für eine Taktik machen? Einfach in die Seite reinfahren am besten. So, und jetzt vielleicht einfach mal aussteigen. Einfach aussteigen. Nein! Oh Gott, der hat mich fast umgefahren. Nein, das war dumm. Das war dumm. Oh, nein. Und man kann Waffen ablegen und Munition ablegen. Ach so, wenn man mit anderen zusammenspielt halt. Boah, ich hätte mir das Motorrad holen sollen. Egal. Ganz locker, easy, ja. Nach den stundenlangen Wartezeiten schaffe ich auch das hier mal ganz locker. Wenn wir den jetzt einfach nochmal... Ich will ihn einfach schön in die Seite rammen und dann ist gut. Nein! Ah, ungefähr so, genau. Nein! Ach. Aber sein Reifen ist schon kaputt. Seht ihr das? Der wird nicht mehr lange aushalten, ja? Der wird absolut nicht mehr lange aushalten. Ist das die rechte Polizei? Nein. Gott, ich dachte schon. Das wäre nämlich ein bisschen blöd für uns geworden. Und ich weiß nicht, ob mein Wagen auch schon kaputt ist. So, aussteigen. So, aussteigen. Und jetzt bist du dran, klar? Ach, Mensch. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, nein. Wie lange dauert es denn noch jetzt? Schnapp dir die Drogen. Ja klar, schnapp ich mir die. Wenn er einfach mal stehen bleiben würde. Aber leider ist das ja nicht der Fall. Mit dem Spacko hier. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nach oben längst gefahren. Okay, da hinten ist er. Das gibt's doch nicht. Der ist schon praktisch tot, aber er lebt immer noch. Er lebt einfach immer noch. Pass mal auf, Junge. Jetzt geht's. Beef. Oh. Nein, nicht die Kinokamera. So, jetzt aber aussteigen.
Aussteigen? Oh nein, ich kann so nicht aussteigen. Oh Gott, oh Gott. Oh, ah, jetzt hängt er fest. Nein, komm schon. Ich hasse es, mit dem Controller zu zielen, aber jetzt ist er tot. Oh Gott, endlich. Schnapp dir die Drogen. Ja, ich hab die Drogen. Okay, gutes Auto. Ah, chillig. Chillig, chillig. Aha. Dann bringen wir jetzt die Drogen ab zu Girals Haus. Yeah. Boah. So was Kompliziertes hier, ne? Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Drogen wegbringen. Uns verfolgt auch niemand. So eine billige Anfangsmission. Gar kein Ding für einen King, ja? Das ist neu in der Stadt, sind sofort mal einfach mal Drogen klauen, ja? Bei einem Bandenkrieg oder was auch immer das war, ja? Aber kein Ding für einen King. Denn wir haben es ja geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir möglichst schnell wegkommen. Ich glaube, wir können abkürzen. Jolla! Nein! Oh Gott. Aber egal. Egal, egal. Das passt schon. Das passt schon. Was schon alles genau so in Ordnung. Und wie wir abgekürzt haben, ja? Statt 2 Kilometer oder 1 Kilometer, das waren nur noch 400 Meter. Sehr schön. Na dann mal ab zu dem Spacko. Hier links und dann sind wir auch schon praktisch da. Ah, hier. So. Shalamcho, was geht ab? Oh. Mann, zu viel Power in dem Auto für mich. Hier müssen wir hin. Nee, andere Seite. Oh. Okay, andere Seite. Ja, da können wir auch zu Fuß hingehen. So, ich bin da. Alles klar. Ey. Well, goddamn, you antisocial motherfucker, you gonna speak? Hey. See, I told you, y'all gonna get along great. Y'all can get to take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dope. Yeah. All right, here. That's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way. Yeah, what I tell you, motherfucker, he like you. And now you got you some bread. What you need to do is go get you some motherfucking gear, because you bummy as fuck. Ah, sie sieht doch nicht abgefragt aus. Was erzählst du mir? You know what I'm talking about? Hey, G, don't get lost, fool. Come on, man, tear that shit off, man. I need my commission, G. You hear me, dog? I need my commission, nigga. You about to stand. Ah, okay. Ja, viel Spaß euch beiden. Aber was? Ich sehe nicht hier, ich sehe abgefragt aus. Was ist denn das für eine Scheiße, ja? Das wird aber mal sofort geändert, ja? Also, auf geht's. Kriegen wir eine Mission? Oh. Erster Schritt ganz alleine, ja? 2 Kills, 0-mal gestorben, bisschen Geld bekommen. Wundervoll. Also es könnte ja eigentlich besser gar nicht laufen, außer mal wieder in den Wolken festzuhängen, in der Cloud. Ja, weil bei GTA Online, das macht doch am meisten Spaß, wenn man einfach diese Draufsicht hat. Man sieht, wie die Wolken ein bisschen sich verschieben und so weiter. Dann geht man so ganz langsam runter. Ja, man denkt, oh, gehe ich jetzt noch einen Schritt? Dann denkt man sich wieder, nein, ich bleib noch hier. Man kann zur Kinokamera umschalten. Oh, das macht alles so viel Spaß hier. Und man fragt sich, wie könnte man noch mehr Spaß haben? Und ich weiß auch nicht, wie, also überspringe ich den Shit. Na, okay, so, also, nach wieder elendig langen Wartezeiten, geht's jetzt weiter, wir brauchen erstmal eine Karre, ja, ein bisschen mal Auto und so. Scheiße, Alter, hier ist einfach mal gar kein Auto, warte, jetzt Hauptstraße, da werden doch wohl Autos sein, oder? Autos brauche ich. Oh, Entschuldigung, oh, das gab Geld, das ist eine gute Idee, Geld, oh, das gab $11, das hat sich ja gelohnt. Yay. Okay, Auto. Ich wollte ein verdammtes Auto haben, Mann. Nein! Alter, das war die Polizei, Mann. Das war die Polizei, die hat mich übergefahren und ist jetzt weg. Warum tut die Polizei so etwas? Was habe ich denn getan? Scheiße, Alter. Scheiße. Aber okay, ich würde am liebsten jetzt einfach mal ein Auto bekommen oder so, ne? Da hinten stehen welche. Aber die stehen auch bloß an der Ampel. Das heißt, die sind gleich wieder weg. Scheiße, und mein Leben regeneriert sich ja nicht. Das ist ja das Ding, ja? Wenn es sich wenigstens regenerieren würde. Aber wenn es sich nicht regeneriert, dann habe ich ein Riesenproblem. Oh Gott, wehe, es wird grün. Wehe, das wird grün. Und das ist einfach rot sein. Oh Gott, jawohl. So. Ja. Jetzt regeneriert sich mein Leben. Begebe dich zu einem Bekleidungsgeschäft. Okay, kein Ding, mache ich. Auf geht's, rein da in Le Geschäft.
Und dann kleiden wir uns mal ordentlich ein, bevor der noch rummeckert. Das ist ja auch blöd, wenn er da rummeckert und so weiter. Was guckst du da so? Hui. Sorry, Bro. Das wollte ich auch nicht. So. Hi. I need something cool, you know? Was haben sie denn da? Oberteile. Hemden, Kapuzenpullover, okay. Grauer Kapuzenpullover, schwarzer, himmelblauer, marineblau. Ja, aber so ein Kapuzenpullover ist eigentlich schon ganz geil. Ja, aber so ein schöner schwarzer ist natürlich Premium, kostet einfach mal mehr als alle anderen Farben, obwohl es exakt das gleiche Modell ist. Aber egal. Okay. Was haben wir denn noch? So an Hosen zum Beispiel da. Schau dir Hosen an. Jeans, ja? Hell, grau, eng. Silberne Ranch Jeans. Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ordentlich aus, weil das ist nur so, ist es nicht, ne? Auf jeden Fall ist ordentlich was da, ne? Hell, blau, eng. So. Das ist schon mal. Das kann man schon mal irgendwo so. Eigentlich brauche ich eine andere Frisur. Die finde ich dann doch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber ich lasse es erstmal so. Okay. Erstmal belassen wir es einmal dabei. Und jetzt sehen wir hoffentlich in Ordnung genug aus, damit der Spackhorn sich voll labert von wegen, du siehst nicht so geil aus. Und das ist GEMA-Musik, das heißt, ich muss mitsingen, damit das nicht erkannt wird. Oder? Ist es das? Nee, jetzt ist das Lied vorbei. Schade. Oder doch, läuft immer noch. Keine Ahnung, was da los ist. Und das Auto ist voll geil, ne? Das Auto ist schon geil, da kann man eigentlich schon so eine Spritztour machen. Au, nein, Doch, das Lied läuft noch. Scheiße, ich kann nicht ordentlich mitsingen. Oh, da war jemand in meinem Spiel, Smokey Doo. Oh, jetzt sind ganz viele Leute in meinem Spiel. Ach, die ganzen weißen Punkte sind Leute in meinem Spiel. Das sind bestimmt alles meine Freunde und haben nichts gegen mich. Oder? Wer weiß, ob sie was gegen mich haben. Das ist mir natürlich nicht so schön. Ich gehe denen vielleicht lieber aus dem Weg. Oder ich besuche mal jemanden. Soll ich oder soll ich nicht? Man weiß das noch nicht so genau. Okay, so. Nein! Da müssen wir downtown fahren und zu einem Waffenladen oder so, weil wir brauchen... Boah! Mann. Ja, weil ich brauche auf jeden Fall... Wieso Polizei? Was habe ich denn jetzt getan? Weil ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Schusswaffe mäßig, weil wir haben hier nur noch 5 Dinger und ich glaube, das ist sehr, sehr doof. Also fahren wir mal downtown, um uns eine neue geile Waffe zu holen. Wobei ich glaube, ich kann mir jetzt auch nur eine Pistole kaufen, aber dann zumindest mal ein bisschen Munition. Und da vorne sehe ich schon anderen, wir fahren glaube ich gerade in Richtung eines anderen Spielers. Mal schauen, was der denn da so... Oh, Telefon. Lama! If you need to get some cheese real quick, fuck with me. Yeah. We got licks all fuck over the town just waiting to get hit. Just walk in with the blam and pointed at the fool behind the counter. He gonna break bread. And they ensure don't nobody give a fuck no way. It's all good. I've been peeping this one spot that been making a gang of bread. You down with that shit? Okay. He's gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. Okay, I'm down with that chat. Kein Ding für'n King. Wo muss denn jetzt hin hier? Sag mir, wo ich hin muss und ich fahr dahin, ja? Aber erstmal hier schön, drücke schnell, um Einladung anzunehmen. Nein. So. Ne. Halte da gedrückt und annehmen. Okay, habe ich. Ey, ich hab's angenommen. Begib dich zum Laden. Okay, mache ich. Warte mal. Nein! Oh, das Auto kaputt. Traurig. Ach, schade, das Lied ist vorbei. Gerade jetzt habe ich so gerade so reingefunden und konnte gerade so mitsingen und dann ist das ganze Lied einfach mal vorbei. Aber gut, wir fahren zum Laden. Wir sollen jetzt also einen Laden ausrauben. Und es hörte sich so an, als ob wir das zusammen mit jemand anderem machen. Hoffentlich ist das nicht nur wieder so ein NPC-Computer-Gegner-Zeug, sondern so ein... Oh, cooles Auto. Sondern ein echter Mitspieler. Das würde be quite sweet, you know? Läden, die überfallen werden. Warte mal. Nein! Oh, sorry, Bro. Überfalle den Laden. Na klar. Läden, die überfallen werden. Oh, schon wieder so ein cooles Auto. Überfalle den Laden. Bedrohe den Kassierer mit deiner Pistole. Nein, ich werde nichts kaufen. Okay. Oh. Nein, schneller.
Schreibe ein Headset, damit der Kassierer schneller macht. Ja, Junge, dann mach mal ein bisschen schneller hier hin, du Spacko, Alter, ja? Go, 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 go. Schneller, du Spacko. Danke. Ja, ich hab's getaggt. Und jetzt rausgehen, ja? Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Ja, ich hab's eigentlich ganz alleine gemacht. Aber okay. Dann habe ich halt alleine gemacht, weil mal Tür zu hier. Scheiße, jetzt muss ich ja bei der Polizei hinkommen. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nicht so geil, weil die Polizei hat mich gesehen. Aber dann fahre ich halt weg. Dann fahre ich halt weg irgendwo hin, wo die mich nicht so sehen. Aber hier sehen sie mich nicht. So, 2 Sterne, kein Ding für den King. Das soll ich doch relativ schnell hier wieder los sein. Fahren wir hier nochmal rechts gleich ab und schön unten aufs Radar achten, dass hier auch kein Spacko kommt von der Polizei und mich sieht. Scheiße, au. Neue Waffenerweiterung, taktisches Licht. Ja, ich muss nochmal, oh nein, da vorne kommt wieder eine Polizei, dann biegen wir mal lieber wieder ab. Oh nein, hier vorne ist auch einer, aber die fährt in die andere Richtung. Ah, taktisch muss man fahren hier. Ich suche aber jetzt ein Waffengeschäft, ehrlich gesagt, gerade. Weil ich muss mir neue Waffen kaufen. Und neue Kleidungsstücke haben wir auch bekommen. Cool. Nein, da vorne ist eine Polizei, fahren wir mal lieber hier durch. Ne, kann man hier durch? Doch, hier kann man durch. Sehr cool. Okay, wir sind die Sterne los. Geil. Neue Make-ups. Ich möchte kein Gothic Make-up. What? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nur zu einem Waffenladen. Also wäre mal ziemlich nice, wenn ich erstmal zu einem Waffenladen kommen würde. Aber ich sehe hier nur Friseure und Make-up und so weiter. Aber leider gar... Nein! Oh, das war nicht gut. Boah, mein Auto ist ganz schön kaputt. Wow! Springt einfach mal vor mein Auto. Ist da Lust bei dem? Ist da falsch gelaufen? Und ich brauche Snacks, die meine Gesundheit auffüllen, sehe ich. Okay, dann bringt mir mal Snacks. Oder irgendwo, wenn ich irgendwo Snacks sehe, dann kaufe ich mir mal was, ja? Oder wir können auch neue Klamotten shoppen. Aber habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich habe mich gerade eben erst eingekleidet, ja? Mit schönsten American Apparel Stuff. Aber links ist ein Waffenladen. Das ist doch entspannt, ja? Da können wir einfach mal hincruisen. Ah, okay. Und dann wieder rechts. Und dann... Nein! What does the fox say? Hier, so. Und dann geht's da rein, dann holen wir uns noch mal ein bisschen bessere Waffen. Hello, my friend Lamar told me to call you. Okay. He said you were something of a big shot. Klar. Only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out. For sure. Okay, cool. Besorgt dir ein Fahrzeug. Okay, erstmal Waffen kaufen, ja? Erstmal größtes Magazin. Ich hab nicht genug Geld? Ich hab genug Geld. Ach, größtes Magazin kostet einfach mal 9000. What the fuck? Okay, wir können uns aber hier ordentlich was kaufen an Schüssen. Jawohl, auch wenn das viel Geld kostet. Aber Schalldämpfer und so ein Zeugs brauche ich alles nicht. Und Farbton ist auch egal. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall... Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich Schuss. So. Okay, dann besorgen wir uns mal eine Fahrzeuge. Okay, fangen wir einfach mit unserem Fahrzeug hier. Das ist ja eigentlich geil, das muss nur repariert werden. So, aber wenn wir zu Los Santos Customs fahren, dann wird das ja auch repariert. Und dann ist, glaube ich, ein ganz geiles Fahrzeug. Ist dann eigentlich ganz geil, das Ding. So, wo ist denn der? Warte, da vorne nach links abbiegen, dann sind wir auch gleich schon da. Nein! Ah! So, aber es wird wahrscheinlich teuer, den zu reparieren. Das ist natürlich nicht so geil, aber... Gut, Cash is Clay. So, da vorne ist der. Und da geht's dann mal... Nein, lass mich hier nochmal durch! Okay. Wenn die Cops dich in einem gestohlenen Fahrzeug gesehen, bekommst du Pfandungspunkte. Ja, oh scheiße, ich hab Pfandungspunkte. Schüttel die Cops ab. Nein, lass das nicht wahr sein. Oh, da ist jemand anderes. Da ist einfach mal jemand anderes. Hier, da. This is the rhythm of the night. Das ist auch wieder GEMA geschützt. Scheiße, ja. Ah, das muss ich mitsingen. This is the rhythm of the night. So. Scheiße. Jetzt lass... Was ist da los bei dir, ja? Was läuft da bei dir, Manuschka? Manu... Der hat voll das geile Auto, Mann. Warte, wir können ja mal so schön in die Seite so reinfahren. Warte mal. Oh, oh schade, ne? Ich wollte ihn so richtig so bam, richtig so weg. Schade, wir probieren es nochmal. Und 1, 2, 3 und bam. Mehr geil. Boah, unser scheiß Stern muss jetzt endlich mal weggehen. Unser scheiß Stern. Nur weil ich da irgendwie mal überfahren habe oder so, habe ich überhaupt erst den scheiß Stern bekommen. Ja, die sollen mal chillen, sollen die alle. Ich glaube, da vorne fährt gleich die Polizei vorbei, da hinten.
Aber das, da vorne steht die Polizei. Aber die sieht uns nicht. Ja, weil sie dumm ist, sieht sie uns nicht. Weil sie dumm ist. Aber jetzt möchte ich trotzdem, dass der scheiß Stern weggeht, damit ich mein, mit meinem Fahrzeug da... Na, no, der hat umgedreht. Oh, damit mein Stern weggeht, damit ich einfach mal... Ne, hier sollte ich auch nicht rein. Na, da kommt in der Querstraße jemand. Ah, okay, jetzt ist er weg. Ah, okay. So, rein zu Los Santos Customs und dann... Oh, da war die Polizei, ja? Das heißt, die hätte uns bekommen. Das war schon gar nicht so unknapp. Also, hallo, Los Santos Customs. Okay. Befestigst du einen Peilsender an deinem Fahrzeug? Er scheint jedes Mal, wenn du aussteigst, eine Markierung auf der Karte. Okay, geil. Ja, das davon habe ich gelesen, dass man halt sein Fahrzeug im Multiplayer nicht verliert, wenn man das versichert und so weiter. Ah ja, du kannst Versicherung für Fahrzeuge abschließen. Wenn ein versichertes Fahrzeug zerstört wird, kannst du Anspruch auf ein neues Fahrzeug geltend machen. Ja, die ganze Bürokratie-Wahnsinn, das ist doch schlimm. Aber okay, mit der iFruit-App für Smartphone als Tablet, um dein Fahrzeug offline zu modifizieren und Wunschnummernschilder zu erstellen. Besuche rockstargames.com/v/downloads für genaue Details. Kauf ein Peilsender und versichere dein Auto. Dies kannst du unter Schutz vor Diebstahl und Verlust tun. Dies ist beim ersten Besuch kostenlos. Ja, geil. Erstmal Fahrzeug reparieren und da. Schutzhaar gratis, gratis. So, Vollkasko. Ja, geil. Warte mal, wie viel Geld haben wir? 6.800? Vielleicht können wir auch mal einen Motor kaufen. Boah, das ist so ziemlich teuer. Aber YOLO. Haha! Einfach mal gekauft. Scheiße. Aber Lackierung ist eigentlich noch wichtiger. Als wir nochmal irgendeine geile Lackierung ist hier reinmachen. So matte Schwarz. Einfach so matt. Warte mal, und ist jetzt Sekundärfarbe, aber auch ein klassisches Matt. Weil ich glaube, sonst glänzt das da oben so. Genau. Ja, geil. Ja, sehr schön, ey. Das sieht ja voll toll aus. Federung. Boah, kann man noch gar nichts kaufen, alles. Das ist alles noch gar nicht kaufbar. Auch Auspuff, nee, da ist noch nichts kaufbar. Aber wir sind schon, ich glaube, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was, das hier schon mal, dass es hier alles einfach schon mal ein bisschen geiler ausschaut, als es eigentlich ausschauen würde. So, Fenster, da kann man auch noch nichts kaufen, aber es passt schon so, ja. Wir haben jetzt ein versichertes Fahrzeug, so im schönen, einfach nur mattem Schwarz, ja. Mit ein bisschen besserem Motor als normal, haben wir auch ordentlich Cash für dagelassen und wir haben es versichert, das heißt, wenn mein Fahrzeug verloren geht oder gestohlen wird oder so was auch immer oder kaputt geht, dann können wir uns einfach neues holen. Sehr geil, dann können wir da einfach anrufen. Sehr gut. Ja, cool. Dann sind wir jetzt ja schon voll geil ausgestattet und ausgerüstet. Haben wir eigentlich auch ein Speicherhaus und so weiter, wo wir dann einfach so hinfahren können jetzt? Das weiß ich gar nicht. Du kannst deine getunten Fahrzeuge auch im Rennen verwenden. Je besser ein Fahrzeug aufgerüstet ist, desto größer ist deine Chance zum Sieg. Und that makes sense, man. That really does make sense. Wir fahren jetzt hier aber erstmal ein bisschen auf der Autobahn, ja, ein bisschen das Auto ausfahren. Ja, wenn wir frisch beim Tuner waren, müssen wir jetzt natürlich gucken, was das Auto überhaupt drauf hat, ja. Kann man damit schnell fahren? Kann man damit im Gegenverkehr fahren? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Und ganz andere Spieler über das Interaktionsmenü spontanes Rennen herausfordern, okay. Ja, ich werde sowieso, also wenn ich mit Brocken, Samson und Kev und so zusammen spiele, werde ich nur die ganze Zeit irgendwelche Sachen mit denen machen. Das wird so geil. Übermäßig geil. Und wenn ihr in die King Yong Dena Armee in die Crew einsteigt, dann können wir da wahrscheinlich, schätze ich mal, ich weiß nicht, wie genau es regelt ist, aber ich denke mal, da können wir auch die ganze Zeit dann Sachen gegeneinander machen und so weiter. Oh nein, mein Auto ist kaputt. Ah. Aber im Zweifel kaufen wir es einfach neu. Was? Ich muss erst wissen, wie gut du schießt, bevor du etwas erledigen darfst. Düs los. Okay. Okay, kein Ding für einen King. Fahren wir dahin, wenn du das möchtest, ja? Ich mache alles, was du möchtest. Und fahre da einfach hin. Cypress Hill. Und wir haben schon wieder Copyright-geschützte Musik im Hintergrund, ja? Was ist da denn los? Also, Copywriter ist ja auf jeder Musik drauf, ne? Aber halt GEMA, von der GEMA verwaltete Musik, was gar nicht gut ist, weil wenn das erkannt wird, wird das Video gesperrt. Von den Pet Shop Boys. Western, warte, wir müssen einfach mal das Licht gleich wechseln. Oder wir steigen einfach so aus. Oder ich rede einfach darüber. Ja, oder ich singe mit. Da, 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 da. Western. Egal. So, also. Rein in dein, hier rein, okay. Du bist jetzt auf dich gestellt, was das Auslösen von Jobs oder den Beitritt von Jobs betrifft. Du kannst Jobs auf verschiedene Weise beginnen. Geh in blaue Markierungen, wähle im Pause-Menü Online-Jobs, wähle auf deinem Telefon schneller Job oder drücke X, während du auf einen Job in der Karte im Pause-Menü ausgewählt hast. Wenn du einen Auslösebereich betrittst, kannst du dir aussuchen, ob du einem Job beitreten oder einen neuen Job hosten willst. Mit Beitreten suchst du noch einen anderen Job der gleichen Art, bei denen du mitmachen kannst. Bei Hosten erstellst du einen neuen Job, den anderen beitreten können. Spielelisten sind Zusammenstellungen von Jobs, die einer nach dem anderen ausgelöst werden. Sieger ist der Sieger
Ist der Spieler nach Abschluss aller Jobs die meisten Punkte hat, startet eine Spielerliste aus dem Menü. Online beim Deathmatch triffst du im Team oder einzeln gegen Gegner an, wer die meisten Kills erzielt, gewinnt. Ja, geil. Und das ist jetzt Last Team Standing. Bei Last Team Standing triffst du in einem Deathmatch gegen ein anderes Team an. Aber, also Team Deathmatch, aber jeder hat nur ein Leben. Okay, und wenn er tot ist, ist er tot. Und das geht 2 bis 8 Spieler. Und dann muss man sich wahrscheinlich halt auch wirklich mit 2 bis 8 Spielern hier treffen. Benutze beim Job eigene Waffen und eigene Munition. Du kannst auf dem Wertebildschirm, bla bla bla, neue Jobarten werden verfügbar sein, wenn du weiter in Grand Theft Auto Online vorankommst. Das heißt, wenn wir ein bisschen weiter am Spiel sind, dann werden neue Sachen freigeschaltet und so weiter, die wir machen können. Geil. Und wenn du Jobs verlässt, bevor sie abgeschlossen sind und andere Spieler beschimpfst, giltst du als Spielverderber. Bleibst du zu lange ein Spielverderber, kannst du nur noch mit anderen Spielverderbern spielen. Sei nett. Im Englischen steht mit Sicherheit Be Nice. Aber okay, ist ja geil, ja? Das heißt, wir können hier einfach beitreten, diesem Ding hier. Und das ist eine Typ-Mission. Okay, aber LTS bedeutet Last Team Standing. Deine letzte Chance, die schmuddeligen Straßen im Industriegebiet von Cypress Flats aufzumischen, bevor die Immobilienhaie hier alle Fabriken zu Luxuslofts umbauen. Last Team Standing mit 2 Teams, du hast nur ein Leben. Vergeude es nicht. Oh, warte, wir brauchen kein Radio. Radio, pff. Okay. Pistole, Schuss kaufen. Ja, ich habe ja eigentlich genug Schuss. Brauche ich ja nicht, ja? Ich bin jetzt sogar schon voll. Aber okay. Ja, dann sind wir eigentlich voll in Ordnung ausgerüstet, würde ich mal sagen. 6 Spieler sind wir schon. Wir können eigentlich sofort losgehen, ja? Was ist denn das Ding jetzt, warum wir noch nicht losgehen? Das würde mich mal ein bisschen wundern, ja? Sinpacraft 94 ist der Host. Achso, und der hat noch 1 Minute, um das Ganze zu starten. Er könnte aber eigentlich auch einfach sagen, okay, wir fangen an. Ich meine, alle sind beigetreten hier, bis auf den Host. Okay. Er hat auf Starten gedrückt und wir starten das Spiel anscheinend, ja? Wenn die Server und so weiter mitmachen, aber schaut eigentlich ganz gut aus, ja? Und das ist jetzt hier mein Team. Okay. Na, hoffentlich werden wir dann irgendwie, wir sind Kanonenfutter, geil. Hoffentlich wird das ja irgendwie alles funktionieren. Mal schauen. Ich bin bereit. Wir können anfangen. Jawohl. Wir sind, ich hoffe, sehen wir jetzt alle. Was sind Statistiken zum Beispiel, okay? Kann ich den auch von anderen Spielern sehen? Nee, ich sehe nur das, was ich hier, ich kann nur meine eigenen Statistiken leider sehen. Schade. Ich hätte ja gerne geguckt. Achso, und das ist das andere Team. Die sehen schon cooler aus als wir. Scheiße. Ich hoffe, wir werden dagegen ankommen, aber wir haben ja sowieso mal wieder eine schöne GTA 5 Ladebildschirm-Simulator 2014. Minispiel ist das gerade, ja? Das ist der sozusagen ein Spiel im Spiel. Aber okay, wir haben alle nur Pistols, aber egal. Wir gehen jetzt einfach. Das Ding ist halt, wenn ich mit Broken Sam zusammen spiele, sind wir halt mit Broken Sam zusammen ein Team gegen was anderes. Das ist so geil. Aber jetzt spielen wir das heute nochmal alleine, ja? Und danach hole ich mir mal andere Leute dazu. Heute spielen wir aber erstmal alleine, ja? Einfach wir hier zusammen. Ja, das andere Team. Und wir sehen auf der Minimap, sehen wir die. Die sind dann nämlich da rücken die an. Aber wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Hier sind noch andere Waffen nämlich auf der Map versteckt, wie es da ausschaut. Und dass wir da irgendwie was uns andere Sachen holen. Oh Gott, ich glaube, das ist voll übertrieben, wenn ich ja das hier alleine rüberlaufe. Aber ich möchte halt die Waffe haben hier, die hier irgendwo liegt, angeblich hier. Oh Gott, ein Baseballschläger, was bringt mir das denn? Das bringt mir einfach mal gar nichts. Okay, sehe ich schon mal jemanden? Nein, ich sehe noch niemanden. Okay, vorsichtig, lieber Junge, vorsichtig, ja? So, warte mal. Was passiert, wenn ich dagegen schieße? Oh Gott, nein, weg! Weg! Wow! Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, da schießt aber schon jemand, ja? Aber ich sehe, da oben. Die sind da oben. Die sind klüger als wir, weil die nach oben gelaufen sind. Scheiße. Okay, ich laufe jetzt auch mal nach oben. Oh Gott, und das Ding ist halt, wenn man stirbt, ist man tot und dann ist man für sein Team wertlos. Oh Gott, lauf runter. Na, na. Oh, ho, 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 ho. Von unserem Team, unser Team hat schon 2 gekillt. Sehr geil, ja? Aber okay, da müssen wir jetzt. Da. Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen. Da oben ist nämlich jemand. So. Okay. Das Ding ist, wie soll man denn da hinten hinzielen, ja? Wie soll man denn da hinzielen? Außer mit Auto-Aim. Aber das Auto-Aim ist nicht weit genug bis da. Na? Ich würde sagen, man kann auch einfach hochlaufen. Leider wird man ja auf der Karte angezeigt. Das heißt, man kann nur sehr schwer. Jetzt irgendwie. Oh Gott. Das heißt, man kann leider nur sich nicht richtig anschleichen oder so. Aber da oben ist der Spacko, ja? Da oben ist der Spacko. Oh, und ja, oh, und unser anderer Mensch-Typ läuft da gerade zu dem hin. Wo geht's denn da hoch? Irgendwo hier. Und ich glaube, das ist schon der letzte, ja? Das ist schon so unser Shootout hier. Oh! Oh Gott, wo ist der?
Der muss irgendwie direkt über mir sein. Aber wie ist der denn da hingekommen? Oh, über die Leiter. Scheiße. Scheiße. Ganz blöde Situation. Oh, oh. Was ist da los bei dir? Oh Gott. Nein. Nein. In Deckung, ja? In Deckung gehen. Und wenn du jetzt da rankommst, ja? Wenn ich dich sehe, dann bist du tot, mein Lieber. In Last Man Standing hier. Was geht ab bei dir? Nein, da oben? Na, traust du dich nicht? Bin ich der Einzige von meinem Team? Wo sind meine Teammates? Wo sind meine Teammates? Der soll mal runterspringen einfach. Der soll mal einfach hier runterkommen. Die Pussy, ja? Aber traust du sich nicht, ja? Sie bewegt sich so ganz leicht. Wenn man unten links aufs Radar schaut, sieht man das. Ganz leicht bewegt sie sich, aber sie traut sich nicht. Scheiße. Was sind meine Teammates? Bin ich jetzt der Letzte? Bin ich ernsthaft der Letzte von meinem Team? Na, komm hier. Wie komme ich wieder zu dem Menü hier? Ich bin echt der Letzte, der noch... Ich war der Letzte, der noch gelebt hat. Und ich wurde, hat mich einfach von oben gekillt. Ich war einfach der Verlierer. Ach. Ja, der hatte natürlich einen Vorteil, dass er da von oben gekommen ist. Aber das hätte mir trotzdem nicht passieren dürfen. Dass ich da so einfach gestorben bin, ja? Schade, schade, schade. Aber das war eigentlich, ich hätte weglaufen müssen und dann von einem anderen Dach auf den schießen müssen, aber gut, ja. Man kann nicht immer alles haben, was man so möchte. Und was passiert denn jetzt hier? Ja, setze fort. Zweiter Platz steht da. Ich war doch nicht zweiter Platz. In meinem Team war ich vielleicht zweiter Platz, ohne irgendwie jeglichen Kill. Aber ich habe trotzdem noch Geld bekommen, weil ich einfach später gestorben bin, also keine Ahnung. Gefällt nicht, drücke ich jetzt einfach mal. Nein. Stimme über den nächsten Job ab. Ach, wir können direkt noch einen machen. Ja, was sind denn das hier für Sachen? Rundstrecke. Okay. Autos und Motorräder, Rennen. Das sind aber alles eine Rennen, Mission, Deathmatches. Sind verschiedenste Sachen. Aber ich würde sagen, das war's für mich, von mir. Für heute, von GTA Online. Und die nächste Sache, jetzt können wir nämlich anscheinend frei in der Welt rumlaufen. Das heißt, ich kann mit Broken Sums, mit Cap oder mit anderen Leuten zusammen oder mit Leuten aus der K-Junge Dana Crew, die beitreten könnt, irgendwelche Sachen machen und hoffentlich in den nächsten Tagen viel weniger Zeit in diesem Ladebildschirm verbringen. Und dann machen wir dann morgen weiter. Aber jetzt jeden Tag 14 Uhr GTA Online. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.